Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch hier ein kleines klassisches Jump-and-Run-Spiel und zwar geht es um Uzi Earth Adventure. Klassisch, warum? Ganz einfach, es handelt sich um ein 2D-Jump-and-Run. Hüpfen, springen, einsammeln. Ich habe die ersten 3-4 Level schon geschafft und nehme euch jetzt eigentlich mit in das 5. Ich vermute, dass das Tutorial oder dass der Tutorial-Part jetzt komplett abgeschlossen sein wird und wir jetzt einfach gemeinsam die weitere Welt erkunden können. Gespielt wird klassischerweise natürlich mit einem Controller. Gesteuert wird hier kleinen Uzi, dieser kleine Hüpfende hier vorne, in der Mitte. Und es geht eigentlich darum, von A nach B zu kommen, zwischendurch natürlich sein Leben nicht zu verlieren und jede Menge Punkte zu sammeln. Falls ihr in solchen Schildern vorbeikommt, kann man sich immer noch ein paar hilfreiche Tipps holen oder ansonsten durchaus probieren. Einfach gucken, was das nächste wohl sein könnte. Die kleinen Bepanzerten hier könnt ihr draufspringen, bringt aber nicht allzu viel. Einen schönen Doppelsprung könnt ihr auch machen. Ja, hüpf und nochmal. Wenn ihr nach unten guckt, könnt ihr so ein bisschen Kameraperspektive nach unten machen. Und auf einen Bauchklatscher könnt ihr machen. Oder Popo-Jump oder wie auch immer ihr dazu sagen wollt. Wie gesagt, ich finde, es ist schön gezeichnet, ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Ihr kriegt es aktuell bei Steam zu kaufen. Bisschen Werbung zwischendurch. Preis werde ich nicht sagen, weil das ist natürlich wie immer variabel, je nachdem wann ihr es kauft, ob irgendein Angebot gerade dabei ist oder nicht. So, die Kisten hatte ich jetzt gerade runtergemacht, ohne euch zu zeigen, wie. Ihr müsst eigentlich einmal so einen Popo-Klatscher machen und dann fallen die Kisten einfach auf den Boden. Es gibt zwischendurch immer Parts, die es zu entdecken gilt. In jedem Level könnt ihr 5 Bonussterne sammeln. Die müsst ihr natürlich irgendwie erstmal finden. Und wenn ihr die alle gefunden habt, habt ihr euch am Ende ein Bonuslevel freigespielt. Ich finde, das ist ein süßes oder ein süßer Zeitvertreib. Da unten haben wir schon einen Stern, deswegen ab und zu wirklich mal nach unten gucken. Nein, das wäre fast schief gegangen. Da müssen wir jetzt warten, bis unser Floß wieder auftaucht. Den brauchen wir zum Glück nicht. Zum Glück gibt es diesen Doppelsprung. Da könnt ihr auch, wenn ihr mal einen Schritt zu weit gelaufen seid, euch wieder gut retten. Unter Wasser habe ich bisher noch nichts gefunden. Was aber natürlich nicht heißen soll, ob es im Spiel nicht nachher vielleicht doch so etwas wie eine zu erforschende Unterwasserwelt gibt. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, aber die Eicheln, die da vom Himmel plumpsen, dürfen euch nicht auf den Kopf fallen. So, hier müssen wir unten weiter. Das müsst ihr auch durch einen Popoklatscher machen. Die kleinen fliegenden Bälle oder was das sein soll, den solltet ihr nach Möglichkeit nicht auf den Kopf springen und auch natürlich unten nicht in die Spitzen rein. Das gilt allerdings nur für die, die einen Helm aufhaben, weil es gibt auch fliegende Bälle oder
fliegen oder was das sein soll. Die haben keinen Helm auf. Den könnt ihr natürlich auf die Birne springen. Und es gibt auch bei... Naja, das waren meine drei Leben, die ich habe. Da sehen wir auch direkt hier an diesen kleinen Schildern. Das sind immer so diese Zwischenwegpunkte, die gespeichert sind. Nee, halt. Ich müsste hier weiter, genau. Bis dahin seid ihr also dann sicher und braucht nicht mehr den ganzen Weg laufen. Allerdings alle Diamanten, die ihr schon eingesammelt habt, sind... Ups. Mist. Jetzt habe ich mich nur darauf konzentriert, was zu erklären und nicht auf das Spiel. Schade. Also, alle Diamanten, die ihr schon eingesammelt habt, sind auch weg. Und alle Gegner, die ihr besprungen habt oder eliminiert habt durch euer Draufspringen, sind ebenfalls weg. Gedacht, ich wäre schon drüber gewesen. Ah, das ist teilweise doch ein recht weiter Weg noch, den ihr zurücklegen müsst, aber man kann halt auch kurz vor Levelende sterben oder vor dem nächsten Speicherpunkt. Nämlich da gewesen wäre. Hatte ich jetzt gerade nicht gesehen, als ich gestorben bin, aber na gut. So, hier diese kleinen... Oh, ich weiß nicht, was das sind. Igel oder sowas. Das spricht, glaube ich, für sich selber, dass man da nicht unbedingt drauf springt, weil die haben ja Stacheln am Rücken. Gucken. Habe ich im Augenwinkel gesehen. Da nämlich noch eine lange Liane war, also musste es irgendetwas geben, was da unten noch zu holen gibt. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erst nach oben. Ich finde die kleine Schnecke süß. Müsst ihr jetzt mal drauf aufpassen. Da seht ihr rechts, also jetzt ganz rechts am Bildschirmrand, also eine kleine oder zwei kleine Augen durchgucken. Und die versucht mich jetzt zu kriegen. Und wundert sich und plumpst in den Abgrund. Also ich find's süß. Ich find's einfach süß gemacht. So ein paar Kleinigkeiten, auf die man dann gut achten, wenn man darauf achtet, wo man dann richtig ja, sich drüber amüsieren kann. So, hier gibt es einen neuen Hinweis. Okay. Hätte ich weiter mitspringen müssen, dann wäre das wahrscheinlich gegangen. Nö. Dann schauen wir mal. So geht's auch nicht. Ohne geht's auch nicht. Dann mache ich ihn bloß. Na, so geht's. Im richtigen Augenblick nochmal springen und dann war das schon erledigt. Aber ich sag mir ja, alle guten Dinge sind 33,2. Oder alle guten Dinge sind. Es gibt auch schwierige Passagen, auch wenn man die einmal gemeistert hat. Mann, komm. Der ist aber jetzt wirklich doof.
Gut, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, keine Ahnung wie. Auf diesen kleinen Ästen, wie ihr seid, könnt ihr so einen Bouncer drauf machen. Und dann werdet ihr nach oben geschossen. Und wenn ihr ungeduldig seid, dann passiert dann genau so etwas. Also je kleiner man die Hüpfer macht, desto höher kommt man. Und geschafft. Aber wenn wir jetzt noch einmal komplett sterben sollten, wir haben noch keinen Speicherpunkt wieder gefunden, also müssten wir einmal neu. So, hier sieht es so aus, als wenn wir hier komplett weiter müssten. Und wir haben aber hier noch ein paar gesehen. Was ein Zeichen ist, dass es hier noch eine Kammer gibt. Also ihr müsst teilweise auch die Wege wieder zurückgehen, wenn ihr wirklich alle Steine, also Diamanten, einsammeln wollt. Dann ist es hier nahezu unmöglich, direkt von vornherein den richtigen Weg zum Erfüllen oder zum Finden aller Steine. Diamanten zu kriegen. Okay, hör direkt durch rein. Das sind sogenannte Springspinnen. Jetzt habe ich übrigens nur noch ein Leben. Da gab es die kleinen Schnecken direkt im Doppelpack. Da warte ich lieber einen ab. Schon gesagt, ich habe nur noch ein Leben. Ich würde vermuten, dass oben das Bonuslevel ist. Ne, oben geht's weiter. Ich glaube, erst den Speicherpunkt holen. Na. Dann wieder nach unten. Wenn es nach links einen Floß gibt, dann wird es nach links auch wahrscheinlich einen Diamanten geben. Das ist einen von diesen großen roten. Ich weiß gar nicht, wie vielte das dann ist, ob das der vierte oder fünfte ist. Ne, gar nicht. Gibt es nur ein paar normale Diamanten. Aber auch die hätten wir dann verpasst.
Und da ist eine Kiste auf der Kippe, wie man so schön sagt. So kriegt ihr sie zum Runterfallen. Kisten gehen übrigens mit der Zeit unter und dann sterbt ihr. Nur mal so nebenbei. Na. Ist es denn? Wollte ich über die drüber springen. Aber das haben die mir deutlich vermasselt. Übrigens auf diese kleine Rennschnecke da könnt ihr aber nicht drauf springen. Das habe ich schon getestet. Also nicht können im Sinne von ihr könnt es nicht, weil die zu schnell ist, sondern sie würde überleben. Oben links seht ihr jetzt 5 von 5 Bonussternen haben wir eingesammelt. Oder Bonusdiamanten. Diamanten, Sterne, Steine. Überlegt euch, was ihr am ehesten dazu sagen wollt. Ich habe da, wie ihr schon bei der Erklärungen, bei den Erklärungen gemerkt habt, keine Vorliebe. Ich sag mal Steine, Sterne, Diamanten. Es ist einfach das, was man einzusammeln hat. Und die Level sind auch nicht allzu klein, wie ihr seht. Es ist also nichts, dass ihr jetzt in 2 Minuten durch seid. Es sei denn, ihr macht einen Speedrun, in dem ihr nicht alle mitnehmen wollt oder alle Sternchen, Steinchen, Diamanten sammeln wollt, sondern nur schnell. Kopf gestoßen. Sondern wirklich nur schnell durch wollt, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch in einer kleineren Zeit schaffen als das, was ich euch jetzt hier gerade zeige. Aber seien wir mal ehrlich, jeder, der so ein Spiel sich holt, der möchte da ja auch ein kleines bisschen Zeit investieren und Spaß halt haben beim Spielen. Am Ende kriegt ihr dann immer die Informationen, wie viel habt ihr von dem ganzen Level geschafft, und das letzte ist dann neues Bonuslevel freigeschaltet. Ja, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Runde. Das ist auch schon die nächste Runde, und zwar ist das der erste Bossfight. Den wollte ich euch jetzt natürlich nicht... Na, der ist aber fies.
Was muss ich denn machen? So, drauf springen konnte ich gerade nicht. Verstehe ich nicht. Wie soll ich denn den Boss dann bekämpfen? Unten auf dem Boden ist. Gut. Bossfight. Schauen wir mal, schauen wir mal. Spinni. Der wirft aber viel mit seinen Nüsschen, wollte ich jetzt gerade sagen. Und da kommt er auf einmal von der Seite angeschwungen. Nächste Runde, einer mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay. Zwei mehr. So, ein Leben hat der Kleine noch. Mist. Yay. Kaum 10-mal gemacht, schon schafft man's. Gut. Und mit Abschluss des Bossfightes beende ich jetzt dann auch die